Gechändelte Botschaft aus der göttlichen Schöpferquelle allen Seins. Was will Gott von uns Menschen? 6. Dezember 2022, gechändelt von Sabine Zmuck. Menschen der Erde, ich erschuf alles im Kosmos. Der Kosmos ist der Ausdruck des sich aus Gott heraus erfahren Könnens. Der Mensch ist der Herrlichkeitskraftakt, sich als Körper in der Materie erfahren zu können. Hier auf der Erde ermächtigen sich dunkle Kräfte, den Erdplaneten auf die dunkle Bahn der Abtrennung zu führen und ihr Menschen inkarniert in die Grobstofflichkeit, eben aus diesem einen Grunde, euch durch den Materieakt, dem Abtrennungsakt der Menschheit zu nähern und euch durch die Handlungskraft außerhalb der Transzendenz der Liebe Gotteskraft wieder anzunähern. Nur auf der Erde ist es möglich, die Menschenkraft der Gottesbeziehung zurückzuführen, indem der Mensch sich der Grobstofflichkeit bewusst wird, ermächtigt er sich, auch dementsprechende Handlungen durchzuführen. Die Irrealität der Menschen, die behaupten, den Akt der Befreiung aus der Dunkelmacht nur ohne eine Handlungskraft durch irdische Einflüsse herzuleiten, tendiert auch dazu, sich auf etwas zu fixieren, das eben nicht der Grobstofflichkeit entspricht. Die Hand anzulegen, die konkrete Handlung zu vollziehen, obliegt immer noch euch Menschenherzen. Denn darum lebt ihr in der Grobstofflichkeit durch eure Erschaffungskraft, eurer Tatenhände, die Erdmaterieform abzuändern, indem ihr Handlungen aus der höchsten Gottesbewusstseinskraft auf der Erde setzt. Indem du dir bewusst bist, dass du die Hände Gottes an dir ausführend trägst, übernimmst du die Aufgabe, der Erdmaterieform etwas aus deiner ganz persönlichen Gotteskraft zur Verfügung zu stellen. Du erkennst noch nicht, dass du Gottes Hände an dir erschaffen trägst und für mich die Handlungskraft auf die Erde überträgst. Indem du eben Kräfte aufwendest, die auf der Erde existierend in Beziehung zum menschlichen Kraftakt bezogen aktiviert sind, erklärst du dich bereit, die Hand Gottes für den Befreiungskraftakt zu führen. Indem du dich zurückhältst und nur abwartend Tee trinkst, erschaffst du für die Menschheit nichts. Indem du durch die Gnosis Schau Gottes die Erde bestrahlst, interagierst du mit der Gotteskraft. Indem du über die Krone dein höchstes Chakra ermächtigst, bindest du dich an dein Gott selbst an. Fürwahr, ihr Menschen betrachtet euch noch als kleine Kinder, die auf dem Spielplatz des Lebens in der Sandkiste herumwühlen und immer wieder Sandburgen aus der Illusionskraft aufbauen. Doch müsst ihr nun erwachsen werden und endlich die sandburgenbauende Zeit zurücklassen, die Illusion des sich selbst aufbauenden neuen Kraftsystems, der Unlogik dunkler Machtenergien könnten sich ohne das Zutun der Menschheit aus der Oberfläche herauslösen. Ich, der Gottesaspekt, die Herrlichkeit Gottes, die alles umfassende Quelle allen Seins, wurde durch diese mediale Kraftbotschafterin befragt, was ich als Gott von euch Menschen möchte. Der Umstand, dass ihr göttlicher Natur seid
und euch aus mir heraus erschaffen habt, bietet euch auch im materiellen Raum die Möglichkeit, euch dorthin zu begeben, wo die Dunkelmacht so viel Raum eingenommen hat, dementsprechende Machtenergien abgesetzt hat, dass das göttliche Licht sich nicht mehr allumfassend für den Herrlichkeitskraftakt einbringen konnte. Du lebst hier auf der Erde. Das göttliche Hologramm bietet dir die Möglichkeit, in einer Art Raum-Zeit-Materieform-Konstrukt durch den Kraftakt der Erstarrungsmöglichkeit eine Lebensform auszuleben, die anderswo nicht ähnlich erschaffend stattfindet. In der Gnosis, Schau, göttlicher Art, empfinde ich euch Menschen als etwas Besonderes. Denn hier auf der Erde entwickelte sich der Akt des Menschseins in eine auf euch alleine gestellte Richtung, die an der Oberfläche große Beeinträchtigungen des früheren Konzeptes der Menschheit hervorgerufen hat. Der Lebensraum entartete immer mehr und zudem erblindete der Gottesmensch in der Liebesfähigkeit. Nun steht ihr vor den Trümmern des Paradieses, das der abtrünnige Mensch missbraucht hat, da er durch Gier und Macht der negativ polarisierenden Kräfte sich als Gottmensch selbst verloren hat. Ihr Kinder meines Herzens, denn ich bezeichne all meine Ausgeburten als Gottes Kinder, erinnert mich nun daran, dass es Zeit geworden ist, den Umkehrakt zu mir hin einzuleiten. Ihr seid mir schon so entfernt, dass manch ein Menschenherzschlag nicht mehr wahrzunehmen ist, und für mich ist es nun wichtig, die abhanden gekommenen Kinderherzen zu mir zurückzuholen. Ihr erinnert euch noch zu wenig an eure göttliche Heimat, und Blendungsakte der dunklen Machtenergien erfroren eure Herzen. Du lebst immer noch für mich auf der Erde den Liebesakt aus, die Generation der Erdenmenschen in die Freiheitskraft zu führen und unbedingt Erforderliches in die Wege zu leiten, um den Herrlichkeitskraftakt der Materieform der Erde zuzuführen. Du magst den Abtrennungsakt nicht mögen, doch du unternimmst noch zu wenig. Um dir dafür selbst zu vergeben, dass du in die Unreinheit abgestiegen bist, um dir das Licht zurückzuerobern, musst du jetzt bereit sein, dich erinnern zu können, womit du es hier auf der Erde zu tun hast. Die Lichtbeseelung bricht nicht ab, aber die Dunkelheit erblindet dein göttliches Auge für die Herrlichkeit Gottes Schau. Auf dir lasten Ahnenängste und frühere Lebensakte, die auch in der Armut endeten. Du erinnerst dich seither nicht als Mensch der Göttlichkeit abgestiegen zu sein. Nun bekämpfst du einen sogenannten Feind, der eben den Gottesakt entbehrt, der eben die Gnade Gottes ablehnt, der eben dein Menschsein in die Armut führt und für wahr, die dunklen Absichtskräfte erniedrigen euch, Gottes Krieger. Denn dafür seid ihr auf die Erde abgestiegen, den Krieger des Lichts erstrahlen zu lassen. Die Lebensfreude rückzuerobern erfährt sich als äußerst hart und an dir liegt es auch, die Menschheit aus dem Albtraum erwachen zu lassen. Der Aufbau der neuen Erde ist ein Gottesakt, der in mir bereits so lebendig
als nur möglich ist, und ihr Menschenherzen brachtet ihn bereits auf den Weg. Du erinnerst dich nur oberflächlich an die Gottesabsicht auf der Erde, deine Identitätsmerkmale genau dafür einzusetzen, wofür du abgestiegen bist. In dir schlummert die Gotteskraft deines einzigartigen Menschseins. Du musst dir nun selbst vertrauen lernen, denn die nächste Zeit ist wichtiger denn je. Der liebe Gotteskraftakt entfaltet sich bereits vor euren Augen. Nehmt die Augenklappen ab und ermächtigt euch, endlich Gottes Hände zu benutzen. Du bist göttlicher Mensch und erinnerst dich zusehends an dein Machtpotenzial, auf das es nun ankommt, die Ketten der Versklavung Ahrimans abzulegen. Intensivste Heilfrequenzen ermächtigten euch dazu, die lähmenden Kräfte abzulösen. Du bist mir der nächste Mensch. Entscheide dich für mich in dir. Die Tage der Trauer über die Machtlosigkeit gehen zu Ende und explodiert der Freiheitsimpuls, so erwachen die Menschenherzen. Die prägende Kraft Ahrimans geht vorbei und unter der Erde brodelt die Ungeduld, den Bereinigungsakt der Erde endlich zu vollbringen. Du bist die ausführende Hand Gottes auf der Erde. Bringe dich neu in Position. Erwache, Menschenherz, aus der Abhängigkeit, aus der Angst. Was du für mich tun kannst, mach Platz für die Liebe. Ergieße dich aus, Menschenherz, aus der Reinheit zu mir. Erblühe, Kind Gottes. Nimm den Stab des Lichts, schreite voran, erleuchte den Pfad des Lichts für die Menschenherzen, die Angst haben. Erkläre ihnen, die Totgeburt Ahrimans kann sich nicht mehr an ihren Herzen vergehen. Das Feuer der Liebe brennt alles nieder und entfacht die Herzen der Menschen für die Gottesliebe. Du musst mir zuhören. Aus mir spricht die Gotteskraft, dass du Ebenbildnis meines Ich Bins, höchster Schöpferkraft auf der Erde bist. Meistere dein Leben. Ergib dich nicht mehr den alten Angstkräften. Erhebe dich aus der Minderwertigkeit, der angstbesetzten Art, dein Leben in die Abtrennung zu führen. Ermächtige dich, die Handlungskraft des Gottmenschen anzunehmen. Blühe auf, Menschenherz. Das möchte ich für dich erreichen. Mir ist alles wichtig, wofür du dich entscheiden möchtest. Doch offenbare dein wahres Gotteswesen. Das möchte ich von dir. Erwache im Gottmenschsein. Alle Kräfte des Lichts ermächtigten sich bereits, euch zu bestrahlen. Lernt die Augen zu eröffnen. Das Leben blüht rings um euch herum bereits auf. Aus der göttlichen Schöpferkraft allen Seins, für dich, Menschenkind, meine Ausdruckskraft auf die Erde abgesetzt. Empfangt, wer empfangen möchte. Mehr braucht es nicht. Erinnert euch, Menschen des Lichts.